Linienrichter im Fußball haben es echt nicht leicht. Jede ihrer Entscheidungen wird hinterfragt, gepöbelt wird auch gerne und dann werden sie auch noch umgetreten. Ja, und damit hallo zu einer neuen Ausgabe von Einwurf. Neben den Linienrichtern haben es auch andere im Fußball nicht leicht und das sind die Betreuer. Ja, Grüße gehen an dieser Stelle raus an alle Betreuer. Und jetzt stellt euch mal vor, da wäre ein weiterer Betreuer gekommen, um dem Betreuer zu helfen. Witzig, oder? Also ich fand's nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Na gut, versuchen wir es mal mit etwas anderem Witzigen. In der Regionalliga West kam es nämlich am vergangenen Wochenende zum Duell Viktoria Köln gegen Rot-Weiß Essen. Gut, spannend war es nicht, 0:0 hieß es am Ende und Chancen gab es eigentlich auch gar nicht. Aber lachen musste man am Ende dann doch. Und jetzt 1:3, jetzt mal in den 16er nochmal gegangen und die Schusschance. Und das geht 5-6 Meter am Tor vorbei. Eine Szene, die sich Essen hätte sparen können hier in der Schlussphase. Ja, bitter. Ein bisschen mehr Zielgenauigkeit gab es am Wochenende stattdessen woanders. Nämlich beim Spiel SC Wiedenbrück gegen KHN Marienborn. Nur leider war das Ziel nicht das Tor. Ja, ein anderer hatte am vergangenen Ostermontag aber als Ziel nur Tore schießen. Ahmed Kutucu, ihr habt richtig gehört, der Jungprofi vom FC Schalke 04. Der hat einfach mal kurzerhand in der zweiten ausgeholfen. 7:0 hieß es am Ende gegen Sportfreunde Siegen. Und dabei hat er dieses geile Tor geschossen. Erklärungsversuch auf Seiten der Siegner. Kutucu, Kutucu mit dem Fallrückzieher. 2:0 für S04. Vielleicht der Weg zum Aufstieg für die Knappenschmiede. Ja, den kann man so machen. Kommen wir damit vom schönsten Tor des Wochenendes zum Kacktor des Wochenendes. Im Spiel Fortuna Düsseldorf gegen den Wuppertaler SV macht WSV-Stürmer Kevin Hagemann ein Tor mit Bande und Torwart. Wenn das so gewollt war, Respekt. Ja, zum Abschluss der heutigen Folge wollen wir euch aber noch die schönsten Torwartparaden und die witzigsten Torwartpannen zeigen. Und damit sage ich Tschüss und wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch.